Oh, hallo! Moina! Wollt ihr mal mitkommen? Oh ja! Ja. Sea Lords und Sea Ladies, wollen wir mal schauen, was hier in dieser tollen Kiste drin ist? Des Counter-Rums. Guck mal, von Aldi, von Edeka und, ey, die gibt's doch gar nicht mehr. Der wurde jetzt nämlich ersetzt bei Herrn Lidl von Captain Cook. So, du kommst weg. Euch beide vergleichen wir nochmal. Aber jetzt erstmal zu den drei Kandidaten hier. Ich habe hier drei Gläser präpariert. Und zwar steht hier unter immer ein kleiner Buchstabe. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich mache das hier mal für die beiden anderen auch. Mal gucken. So, also ich weiß nicht, was und wo ich wie was einfülle. Also ich werde die schon richtig einfüllen, aber dann werde ich ein kleines Hütchenspiel machen. So, das Interessante ist, bei den drei Kandidaten hier, da steht nur drauf, die kommen aus der Karibik. Schon mal gut für rum. Obwohl der Vorgänger von Lidl, Liberté, der kam ja aus dem Indischen Ozean. Und ich fand den damals, als ich ihn probierte, gar nicht schlecht. Aber wir sind jetzt bei den dreien hier. Also, zur Auswahl stehen einmal der Captain Cook White Oversea Rum. Gibt's bei Lidl. Dann haben wir hier den Montayo Weißen Rum. Den gibt's bei Edeka. Und den Old Hopking White Rum. Aldi. Und jetzt mische ich die mal bunt durcheinander. Keine Ahnung wie und was. Mal gucken. Oh, nicht, dass mir hier noch ein Glas runterfällt oder so. Und dann sage ich euch mal meine Meinung dazu. So. Der ist ganz angenehm. Hat ein bisschen was von Cachaça, also so ein leicht harter Zuckerrohrgeruch. Alkoholische Schärfe, unverkennbar, aber schön süß. Trinkbar, nicht unbedingt pur, aber als Mixer. Why not? So, und zwischendurch zum Neutralisieren gönne ich mir mal ein Glas Saft. Das ist irgendwie Ananas, Mango, Maracuja. Was zusammengekippt ist halt, um hier mal frisch ans Werk zu gehen. Ich hätte natürlich auch Wasser nehmen können, aber das ist irgendwie leckerer. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Ach, auch nicht schlimm. Bisschen weniger alkoholische Schärfe. Ich darf hier nicht runtergucken. So. Bin gespannt. Auch ein Geschmack eher angenehm. Ah, kommt jetzt so langsam die Schärfe, aber auch so auch bestimmt zum Mischen. Komm, das geht schon. Wenn es später am Abend ist, kann man den bestimmt auch pur trinken. So, nochmal neutralisieren. Und der dritte. Oh. Ich vermute, ich weiß schon, was das hier ist. Das dürfte der Aldi sein. Den hatte ich neulich schon mal. Das ist hier so wie, kennt ihr aus der Apotheke? So Alkohol? Ja, so ein bisschen so riecht das. Also hier merkst du echt, das ist purer Alkohol, wahrscheinlich einfach nur verdünnt, habe ich das Gefühl. Aber wir lassen uns ja überraschen. Die Rezeptoren sind schon alle platt geplättet. Ich probiere. Ja, nur Alkohol. Boah. Also, wenn ihr was zum Aufspritten braucht, Freunde, ist das hier wohl das Mittel der Wahl. Ich guck mal drunter. Yep. Ist ein A drunter. Also allen Ernstes, da ist ein, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber da ist ein A drunter. Für Aldi. Und das ist unser Freund Old Hopking. Komm her. Also wie gesagt, wenn ihr einfach nur Prozente haben wollt, das da. So, hier bin ich ein bisschen unschlüssig, weil die riechen ähnlich. Also der sogar noch ein bisschen milder als der hier. So, in die Miste. Schauen wir mal, was hier der milde ist. Lidl. Da ist ein L drunter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Machen wir ein L.
Captain Cook und naja, bleibt nur noch einer übrig. Wir verifizieren das mal. Da ist ein E drunter. So, jetzt würde ich mal sagen, Platz 1, 2, 3 müssen wir nochmal kurz tauschen. Also, wunderte mich. Wie gesagt, hier müssen wir nochmal prüfen, wie der im Vergleich zum alten Liberté ist von Lidl. Aber der ist gar nicht mal so verkehrt. Ganz knapp dahinter, der hier, der hat noch ein bisschen mehr Pfiff dahinter. Lass mal gucken, wir haben aber alle 37,5%. Daran kann es nicht liegen und... Also ernsthaft, weit abgeschlagen von Aldi, der Old Hop King. Freunde, wenn ihr wirklich etwas aufspritten wollt, das hier schmeckt dann aber nicht. Also am fortgeschrittenen Abend, ja, aber nee. Vor allen Dingen, die kosten alle ungefähr das gleiche, so 5,50 Euro die Ecke. Hier würde ich sagen, das hier nur mal ein bisschen weiter weg. Tut mir leid. Aldi hat ja normalerweise sonst immer eigentlich ein paar ganz leckere Tropfen, aber diesmal ne. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich noch andere Supermarkt-Rums vergleiche, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch über ein Like und ein Abo. Und bis zum nächsten Rum. Tschüss!